Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Leadership Coach und Kommunikationsexperte Nick Pichler. Er spricht passend zum Thema Mental Health Monat Mai über toxische Beziehungen und Führungsqualitäten in einer sich ständig verändernden Welt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Unseren heutigen Gast würde ich folgendermaßen umschreiben. Er kennt sich super mit toxischen Beziehungen aus, weiß, wo man in New York die schönste Architektur findet. Ja, ich glaube, er ist noch auf Kurs. Ja. Ihm ist keine Spielart des Narzissmus fremd. Er ist ganz im Einklang mit dem Hitsong von Idina Menzel aus Die Eiskönigin, ein Experte im Loslassen, Let It Go. Da kommt auch wieder ein Nicken leichter. Er hat wirklich jede Menge Erfahrung in Sachen Scheitern. Das nickt er ab. Und er weiß, wie man Menschen begeistern kann. Er bringt sozusagen Menschen zum Brennen. So, das klingt jetzt hoffentlich dramatisch genug, um zu dir überzuleiten. Herzlich willkommen im Studio, lieber Nick Pichler. Servus. Ja, hallo Holger. Schön, dass ich da sein darf bei dir. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Wir melden uns heute aus dem Red Bull Media Haus in Wien. Wir sitzen hier im Podcast Corner, einer kleinen Ecke unseres TV-Studios. Und du hast einen weiten Weg auf dich schon genommen heute in der Früh, nur mit mir zu plaudern. Ja, wahnsinnig. Ich glaube, ich war 20 Minuten unterwegs, also schon wahnsinnig anstrengend, daher zu kommen. Du hast vielleicht einmal mit der Schnellbahn umsteigen müssen? Ich habe einmal wirklich umsteigen müssen, ja, von der Schnellbahn auf die U-Bahn, also es war schon, aber ich tue das alles gern für dich. Das ist also lieb. Dafür gibt es ein ganz großes Danke von meiner Seite schon mal. Wir werden uns heute gleich mit drei großen Themen beschäftigen, die dich in deinem professionellen Tun immer wieder beschäftigen. Mhm. Bevor wir in Medias Res gehen, begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit und finden raus, über welches Geschenk sich der kleine Nick in seiner Kindheit am meisten gefreut hat. Also, gab es Geschenke für dich oder war das eine traurige Kindheit? Nein, ich habe keine traurige Kindheit gehabt. Ich habe auch keine einfache Kindheit gehabt, weil ich vom Land komme und Sohn eines Weinbauern bin und einfach immer viel arbeiten musste. Aber ein sehr wertvolles Geschenk, ich glaube, du spielst wahrscheinlich auf meine Weihnachtserinnerung an, ist die, dass ich mit meinem Vater am 24. Dezember Rehfüttern gegangen bin. Also ich sage auch mal in einem meiner Videos, dass ich mich fast an kein Geschenk erinnern kann. Ich kann mich als Kind an einen Fridolin erinnern, das war so ein Viech irgendwie, ein Stoffviech. Aber ich kann mich wirklich wie jetzt, wie wenn es gestern gewesen war, erinnern, wie, wenn ich am 24. mit meinem Vater Rehfüttern gegangen bin. Und dann eine alte Einsiedlerin, das hat es damals noch gegeben, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Im Wald gab es da wirklich eine alte Einsiedlerin, die hieß Frau Röck, und zu der sind wir gegangen und der Papa hat die halt dann, wir haben zuerst Reh gefüttert, dann hat ihr der Papa aber Zuwendungen gebracht und dann haben wir da dann Kakao getrunken und irgend so einen gekauften Kugelhupf gegessen. Also das war schon, deswegen ist für mich immer, und das ist es bis zum heutigen Tag, Zeit das wertvollste Geschenk. Nick Pichler, Kommunikationsexperte, du bist auf TikTok wahnsinnig spannend und erfolgreich unterwegs, finde ich. Du bist Coach, danke, Unternehmensberater, Storyteller im besten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Du hast die European Management Academy in Wien, Cadiz und Canterbury. Genau, wir waren in Spanien und in England und auch in Frankreich, genau. Das war damals jeweils so ein Teil des Studiums im Ausland, weil das eben ein fremdsprachenbasierendes Management und Marketing, eine Management- und Marketing-Ausbildung war sozusagen. Bevor du auf die Schule gegangen bist, was wolltest du werden, wie du klein warst? Hast du noch Erinnerungen? Was war so der erste Berufswunsch? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, ich wollte immer von der Wachau weg. Das weiß ich noch. Das heißt, Weinbauer wolltest du nicht? Nein. Das war, also nicht, dass ich schätze die Arbeit total und ich kann sie, ich habe es lang machen müssen, aber ich brauche eine Stadt. Ich brauche eine Stadt, ich brauche auch eine gewisse Weite und so schön die Wachau ist, es ist ein Tal. Ja? Und das war für mich schon auch immer in einem gewissen Punkt in meiner Kreativität einengend. Ja? Und ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich als Kind werden wollte. Gute Frage, die hat man noch nie mehr gestellt. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich wollte immer reisen. Ich wollte immer reisen, ich wollte immer Menschen, unterschiedliche Menschen sehen, ich wollte immer in Verbindung mit Menschen sein. Das prägt mich seit Kindheitsbeinen an. Das ist, glaube ich, so etwas.
Du warst ja auch schon in unterschiedlichsten Berufen unterwegs, muss man sagen. Ich glaube, du hast Fotografie auch sehr lang gemacht, du machst immer noch aktiv. Du warst doch in New York zeitlang. Ja, ich habe eigentlich so 10 Jahre Konzern gemacht, nach meiner Ausbildung, und war da Vorstandsassistent und habe da Marketing, Kommunikation, viel in Sanierungen und in Entwicklungen gearbeitet. Mich dann selbstständig gemacht, habe ich noch nicht fotografiert. Ich habe mir eigentlich erst meine Kamera zu meinem 30. Geburtstag schenken lassen, als Gemeinschaftsgeschenk von Freunden, meine erste Spiegelreflexkamera, und habe dann begonnen zu fotografieren. Und irgendwer hat dann wieder festgestellt, irgendwer hat dann gesagt, Pete, das schaut eigentlich ganz gut aus, kannst du das für uns auch beruflich machen? Und so hat das langsam begonnen. Und dann habe ich einfach immer weiter fotografiert, war dann auch in der Mongolei und habe da 2 Schamanen begleitet bei ihrer rituellen Reise in der Westmongolei. Und als ich da zurückgekommen bin, war das wiederum sehr prägend, und von da an ging es weiter. Dann habe ich meine erste Ausstellung gemacht. Ich habe Reflection Art Photography gemacht. Das heißt, ich schaue in Spiegelungen ein bisschen anders. Ich glaube, das zeigt auch, wie ich ins Leben schaue grundsätzlich. Wenn man vor einer Auslage steht, dann hast du immer, wir fokussieren immer zum Beispiel auf diese Auslagenpuppe, ja? Also auf das wirklich, auf das, was ganz klar dasteht. Aber es gibt eine Ebene, wenn du vor einer Auslage stehst, die viel vielschichtiger ist und wo du Abstraktionen siehst. Du musst also das Offensichtliche ausblenden und in das andere gehen. Und so habe ich begonnen zu fotografieren. Und das haben dann einige Leute sehr spannend gefunden, und das war dann mein Weg auch nach New York, wo ich auch eine Ausstellung hatte. Ich habe aber auch in Berlin ausgestellt. In New York warst du dann tatsächlich wegen der Fotografie, oder warst du da auch schon in Sachen Kommunikation und Unternehmensberater? Ich war zuerst einmal privat, ja, und aus dem hat sich dann einiges ergeben. Also dann war ich in der Fotografie. Ich habe auch dort ein paar fürs öffentliche Fernsehen ein paar Talkshows gemacht, also 6 Wirklich? Stück in Summe. Ja. Die hießen Art Talks. Und die Idee war, dass ein europäischer Künstler, New Yorker Nachwuchskünstler interviewt, und das war so ein Format von 26 Minuten im öffentlichen Fernsehen. Also das hieß Manhattan Neighborhood Network. Ja, das ist jetzt nichts Dramatisches, ja, aber es war eine schöne Erfahrung. Und dadurch habe ich natürlich, ich habe einfach eine gute Verbindung immer zu New York gehabt und Leute kennengelernt, und das eine hat mich zum nächsten getragen. Und dann habe ich auch dort gearbeitet, auch in der Kommunikation. Wir haben auch Videos dort gemacht, und also bis Corona. Corona war dann der Bruch. Okay, jetzt sind wir beim Bruch. Ich würde gerne von dem Bruch zu unserem ersten Themenpunkt heute kommen. Und da sind wir bei der modernen Arbeitswelt und dem Bruch zwischen den Generationen vielleicht auch. Vielleicht kann man es so nennen. Und wie wichtig da der Dialog zwischen den Generationen und der modernen Arbeitswelt wäre. Wir sind beim Thema New Leadership, also Führungskräfte und die neue Generation. Du betreibst berufliches Coaching von Führungskräften und Teams in Unternehmen. Magst du mal beschreiben, was ist der Ist-Zustand? Und wie sollte der Ist-Zustand tatsächlich sein? Ich glaube, bei uns treffen jetzt gerade, gibt es gerade zwei, also wenn man es ganz grob sieht, 2 Bewegungen, die aufeinandertreffen. Das eine sind Menschen, die ins Berufsleben gekommen sind, wo ein Glaubenssatz im Leben hieß, weil ich tue, bin ich wertvoll. Und dann gibt es Menschen, die jetzt ins Berufsleben reinkommen oder seit einiger Zeit schon reinkommen, die sagen, weil ich bin ich wertvoll. Und diese Generationen treffen jetzt aufeinander. Das heißt, die einen sind leistungsorientiert und die anderen sind selbstwertorientiert. Und da gibt es auch wirklich die Themen, dass die miteinander, die einen sagen, die wollen nichts hackeln, die wollen alle nur Teilzeit oder was weiß ich was, und die anderen sagen, warum soll ich mir das antun, wenn ich mich da umschaue? Ja, ich habe ein Leben, ich habe ein erfülltes Leben, ich sehe mein Leben vielschichtiger als nur Arbeit und irgendwas. Ja. Und die treffen gerade aufeinander. Und da ist es, glaube ich, die große Herausforderung, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet. Weil natürlich haben beide recht oder sind beide falsch. Also, und in meiner Arbeit gehe ich da sehr ein darauf, dass man die Verbindung zwischen diesen Menschen findet. Und der Clou ist ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich die richtigen Menschen für und wir die Themen unserer Zeit heute haben. Also die Menschen, wie ich am Arbeitsmarkt gekommen bin, ich meine, ich war einfach froh, dass ich einen Job gehabt habe. Ja? Und dass ich gleich, mein erster Job war dann Vorstandsassistent, das war ich gleich, puff, dass natürlich da, wie soll man sagen, der Donald der Nation bist, ja? Weil du natürlich alles machen musst. Ja? Da bist du Abtreter am Ende des Tages, wo du einfach viel machen musst. Aber es war ein cooler Job, und ich habe nicht gefragt, wie viele Stunden ich arbeite. Für mich war klar, das waren 60 Stunden, vielleicht manchmal 70 Stunden Wochen. Ja? Bin um 4 in der Früh im Büro gesessen und so. Und das war damals so. Und ich war dankbar und ich habe mich darüber auch definiert. Damals war dann, in welchen Jahren waren wir da? Ich habe zu arbeiten begonnen im Jahr 1995. Also das war zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist das ganz was anderes. Und da, glaube ich, ist diese Verbindung zu schauen, das wollte ich nämlich sagen. Und ich war nicht eine Generation, die hinterfragt hat.
wir haben auch nicht hinterfragen müssen, wir haben nicht die Umweltthemen am Tisch gehabt, wir haben nicht die politischen Themen am Tisch gehabt, wir haben nicht die wirtschaftlichen Themen am Tisch gehabt. Und das ist halt heute schon da. Und wir brauchen Menschen jetzt, die Dinge kritisch hinterfragen. Und deswegen haben wir die Generation, die da ist, nur parallel dazu ist diese Generation meines Erachtens nach stark von der Virtualität geprägt und nicht von der Realität auch. Also es fehlt ja oft die Bodenhaftung, die Bodenständigkeit, die wir wiederum sehr haben. Und eine Verbindung dieser beiden Dinge oder dieser beiden Arten von Menschen, die jetzt noch viel vielschichtiger natürlich in ihrer Individualität sind, aber genau die schafft es nämlich, dass wir die Themen dieser Zeit jetzt lösen können. Und das bedarf aber ein Aufeinanderzugehen. Das bedarf Empathie, Verständnis und das bedarf auch eines neuen Rollenverständnisses. Das heißt, die Führungskraft jetzt ist nicht mehr eine, die sich hinter der Funktion Abteilungsleiter, Worst Case, versteckt und sagt, Moment, das ist deine Job Description, das hast du zu tun, so kontrolliere ich dich und da hast du reinzupassen, sondern die ist eine, die jetzt reingeht, die mitten im Team ist, die ist Moderator, die schaut, was gerade braucht, die setzt Grenzen, die steckt Ziele, die hat aber auch ein offenes Ohr und die zieht im Prinzip das Zusammenarbeiten als gemeinsamen Entwicklungsprozess und nicht als ein Fait accompli, wo es klar ist, das ist jetzt machen und so und das nicht. Ja. Mhm. Weil die Generationen, die da jetzt reinkommen, die sind ja auch nicht mehr so, ich bin ja noch sehr hierarchisch erzogen worden, das heißt für mich gab es Vater, Mutter da oben, Großmutter noch weiter oben, ja. Und die sind auf Augenhöhe erzogen worden. Und jetzt wundern wir uns, wenn wir die auf Augenhöhe erzogen haben, und das sage ich jetzt nicht, das gehe ich nicht in eine Wertung, ob gut oder schlecht. Ich glaube grundsätzlich, dass es wichtig ist, auf Augenhöhe zu sein. Aber die werden auf diese Art und Weise erzogen und dann kommen die in einen unternehmerischen Kontext und dann sagen wir plötzlich, na Moment, aber jetzt keine Augenhöhe. Jetzt spielen wir so, wie wir es immer gespielt haben. Da rebellieren die, logisch. Wie viele Chefs triffst du denn, die dann so drauf sind, wie du es vorher beschrieben hast, nämlich auf Augenhöhe und als Coach und sich im Team wahrnehmend? Weil ich kenne es eher von skandinavischen Ländern. Ich weiß, Sommerjobs im IKEA gemacht und hast den Chef dann mit dem Vornamen angesprochen. Aber wie viel von denen gibt es denn mittlerweile in dem modernen Leadership? Oder ist da die Mehrzahl tatsächlich noch klassische alte Typus, wie man sich vorstellt? Also ich habe wahrscheinlich kein ganz objektives Bild, weil die Menschen, die sich entschließen, mit mir zu arbeiten, die wollen was verändern und die sehen das schon anders. Also die klassisch sagen, es muss so weitergehen, wie es bis jetzt war und ich will keine Veränderung, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun. Es sind wenige, das stimmt schon. Es sind wenige, aber es gibt sie. Es gibt sie. Also es ist, die das wirklich großartig machen, die sich aber auch wirklich, das ist ja kein einfacher Führungsstil. Früher haben, das ist auch so Kategorisierungen, früher hast du einen Führungsstil gehabt, hat es einen autokratischen Führungsstil gegeben, also das ganz genau gesagt, und so hat das von oben herab. Oder ein laissez-faire, da war alles wurscht. Und das New Leadership ist kein Führungsstil per se, den man jetzt irgendwie sagen kann, den kann man jetzt so einclustern, sondern das ist im Prinzip ein individuelles Führen, fokussiert auf die persönlichen Stärken und Schwächen. Und da ist ja jeder Mensch anders. Das heißt, wenn ich mit UnternehmerInnen oder TeamleiterInnen oder wie auch immer arbeite, also mit Führungspersonen arbeite, dann ist es mein Job einmal, mir diesen Menschen wirklich individuell anzuschauen, mir auch sein oder ihr Team anzuschauen und wie das zusammenpasst, wo das korreliert, wo da einfach, wie man das gemeinsam entwickeln kann. Und das ist von der Abteilung A anders als von der Abteilung B. Oder vom Menschen A bis zum Menschen C ist unterschiedlich. Es bedarf also wiederum Coaches, die es schaffen, wirklich sehr in die Individualität zu gehen. Und es bedarf Führungspersonen, die sagen, ich lebe meine Authentizität, ich bin mir meiner Stärken und Schwächen bewusst und arbeite da gemeinsam mit meinem Team an einer Entwicklung im Sinne des Unternehmens. Zwei Fragen gleich, die mir jetzt einfallen dazu. Einerseits, es klingt wahnsinnig zeitintensiv von Coach-Seite auch, die Leute auch so gut kennenzulernen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig, die junge Generation, bleibt die jetzt gerne in derselben Position lange oder wechselt die sehr gerne mal ihren Arbeitsplatz und Arbeitgeber? Es ist arbeitsintensiv, aber wenn du erfahrener Coach bist, dann durchschaust Leute relativ schnell. Ja, da kannst du schon. Also ich traue mir das jetzt schon zu. Ich meine, ich arbeite jetzt schon ein paar Jährchen da drinnen und dadurch hast du sehr, ich habe einfach schon so viele Menschen gesehen, dadurch kann ich das relativ. Aber du brauchst natürlich erfahrene Leute, sonst geht das nicht. Ja. Und du brauchst Menschen, die diese begleiten, wo die sich auch wirklich öffnen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen, das, was du ansprichst, Holger, mit dem, die wollen eh nur Job wechseln oder die wollen unterschiedliche. Sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, wenn du Menschen einen Sinn gibst,
wenn du es schaffst, das Big Why, was wir immer versuchen als UnternehmerInnen unseren Kunden zu geben, müssen wir unseren MitarbeiterInnen geben. Und wenn wir das können, dann bleiben die auch. Weil einer der zentralsten Werte, die jetzt für Menschen gerade ganz massiv sind, ist der Wert Sicherheit. Uns ist ja, wir dürfen nicht vergessen, uns ist ja in diesen letzten Jahren ein fundamentaler Wert genommen worden, das ist Sicherheit. Und das hat mit Corona begonnen. Also wenn mir jemand vor, weiß ich nicht, 5 Jahren ein Drehbuch geschickt hätte, wo innerhalb von 3 Jahren eine Epidemie ist, ein Krieg in Europa, eine Umweltkatastrophe, die nicht abwendbar ist, dann die ganzen Terroranschläge, ein Krieg im Nahost, ich hätte gesagt, nehmt mal ein bisschen was raus, weil das ist zu viel. Das glaubt man keiner. Das ist unrealistisch. Mhm. Und der Clou ist, es ist auch unrealistisch. Also wir haben das alles sozusagen da in uns aufgenommen. Wir sind auch keine Gesellschaft, die wirklich auf Krisen reflektiert. Mhm. Also wir haben Corona nicht reflektiert, wir haben die Auswirkungen nicht reflektiert. Wir gehen von einem zum nächsten und deswegen ist Menschen sicher, die wollen sich wo anhalten. Liegt es nicht reflektieren daran, dass wir die Zeit nicht mehr haben, gefühlt zu reflektieren? Ist die Technik so schnell für uns? Alles, was auf uns einprasselt an Informationen? Wie könnten wir wieder anfangen, mehr zu reflektieren? Wir sind eine Gesellschaft, die leider mehr dazu neigt, sich abzulenken, als zu reflektieren. Also reflektieren heißt, das heißt ja, sich auseinanderzusetzen und nicht. Und so schön, ich bin ein Freund der neuen Medien und von dem Ganzen, also im Guten. Aber sie neigen halt auch dazu, dass wir uns laufend ablenken, dass wir ein Showprogramm haben, was uns die ganze Zeit oder unser Gehirn die ganze Zeit beschäftigt. Der Weg, wie man zur Reflexion kommt, meines Erachtens nach, oder zur persönlichen Entwicklung generell, ist raus aus diesem Medienzeug und rein in sich selbst. Also das hat schon Grund, warum die Leute über Meditation sprechen, warum es Rückzugsorte gibt, warum übers Wochenende auf eine Alm geht. Also wir haben, ich sage ja das Beispiel normalerweise, man muss sich ja vorstellen, wenn ich als Kind in die Schule gefahren bin, mit dem Zug, ja, damals noch unfassbare Züge, ja. Die einzige, wie lange warst du da unterwegs, Entschuldige? Wie hat das da ausgeschaut? Von Wösendorf nach Krems waren das, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 also Minuten. Für die deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist Krems, eine Stadt, oder? Ist Stadt eine Kleinstadt, genau. Ja, also eine Kleinstadt, genau. Und du hast am Land praktisch. Und ich habe am Land gewohnt und ich meine, ich bin nach einer Zeit in Schule gefahren, wo es keine Rauch- und Nichtraucherabteile gegeben hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und meine einzige Unterhaltung in diesen, sagen wir, 25 Minuten, was das war, dass ich mir die Kondensstreifen auf die Scheiben angeschaut habe. Also das ist ja etwas, und das war aber wichtig, weil ich da mein Gehirn sich setzen konnte, weil ich Dinge verarbeiten konnte. Und diese Zeiten haben wir nicht mehr. Wenn ich jetzt in der U-Bahn bin oder mit der Schnellbahn fahre, die Leute sind die ganze Zeit im Handy. Das bedeutet, die ganze Zeit Informationen aufnehmen, verarbeiten, aufnehmen, verarbeiten, aufnehmen, verarbeiten. Und verarbeiten bedingt, weil dann nur der erste Verarbeitungsprozess passiert. Also das bedeutet aber auch, dass man da in ein Suchtverhalten reinrutscht. Das, was du vorher eigentlich im Vorgespräch schon beschrieben hast. Wir haben ein bisschen Vorgespräch geführt und da habe ich ihm erzählt, dass ich gerade bei so großen Social-Media-Anbietern wie Facebook und so weiter nicht jetzt unbedingt das meiste Geld in die Programmierer gesteckt wurde, sondern tatsächlich in Psychologen, die das System ausloten und sagen, wie der Algorithmus geschafft sein muss, damit man möglichst viel Zeit damit verbringt. Mhm. Und da sind wir beim Suchtverhalten dann, ja. Jetzt nochmal zurückkommend auf dein Thema New Leadership. Wenn jetzt irgendein Chef zuhört, ja, oder eine Chefin, und die sagt, ja, eigentlich würde ich schon auch gerne mehr in die Richtung gehen. Wie sind so die First Steps, damit was besser wird? Und auf was sollte ich achten? Sinngebend, habe ich mir jetzt notiert. Ja. Mhm. Muss die Arbeit sein für die Leute? Also der Mensch will sich ja eigentlich nur aus 2 Dingen verändern, weil er wo weg will oder weil er wohin will. Und ich wäre nicht cold, weil jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne New Leadership machen, sondern ich wäre meistens cold, wenn es irgendwo Bröseln gibt. Mhm. Das heißt hohe Fluktuation von Arbeitskräften? Fluktuation von Arbeitskräften, Konflikte im Team, Leistungsabfälle. Also wenn diese Themen da sind, dann wäre ich meistens cold. Das heißt, ich habe einen Aufhänger für das Ganze. Und da schaue ich einmal rein, wo hakt es. Ich meine, was ich halt verbinde, ist, dass ich halt Coach und Kommunikationsexperte bin. Und es ist wichtig, dass du einerseits erklärst, was wirklich da ist, was der Ursprung von Konflikten ist, von Leistungsabfällen, von Nicht-Einhalten von Zielvereinbarungen, von unterschiedlichsten Dingen, von Respektlosigkeiten, wie es auch immer ist im Team. Dass du dir das einerseits anschaust, aber andererseits den Menschen natürlich auch erklärst, wie kommuniziere ich richtig. Wenn die Währung von Entwicklung ist Kommunikation.
Ja, ich kann noch so viel im Leben verstehen, wenn ich es nicht schaffe, dem anderen in seiner Kommunikation wahrzunehmen und selbst auch richtig zu kommunizieren, dann wird es nicht funktionieren. Und so wäre ich dann im Prinzip in Unternehmen reingeholt. Ja. Oder es gibt auch Dinge, wo ich auch immer gerade bei Innovationsprozessen, wo man sagt, man möchte jetzt eine neue Marke etablieren oder man ein neues Team installieren, was ein gewisses Ziel hat, sozusagen. Wie können wir das aufsetzen? Wo schaut man hin? Welche Menschen braucht man? Also, und wie sollten die dann begleitet werden? Wie gehe ich als Chef damit um, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen das Hierarchie-Ding ein bisschen wieder raus und sagen, Augenhöhe, auf der wir uns begegnen können, dass ich auch Grenzen setzen kann, weil das wird wahrscheinlich mal schwerfallen dann auch oder schwieriger werden? Ich glaube, Grenzen setzen ist ganz wichtig und Grenzen kannst ganz klar durch Ziele setzen. Mhm. Nur die wenigsten können wirkliche Ziele vereinbaren. Okay. Also eine Zielvereinbarung, es ist wichtig, dass Menschen im New Leadership, jede Kreativität, man sagt ja auch ein Kreativitätsraum und jeder Raum hat Grenzen. Das heißt jetzt auch, dass man nur mit allen da schwingt und irgendwie in einem Vibe ist, so, also das ist jetzt auch nicht. Das heißt, das ist zwar schön, dass jeder seinen kreativen Raum hat, aber als Vorgesetzter, als Führungsperson muss ich Grenzen setzen und die mache ich ganz klar mit Zielvereinbarungen. Mit klaren Zielvereinbarungen, die auch eingehalten werden, und wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss das auch Konsequenzen haben. Also das ist, ich kann mit einem Kind vor einer großen Eistheke stehen mit 30 Sorten und kann sie 10-mal fragen, was willst du denn alles an Eis haben? Dann wird sagen, am liebsten waren es mit 20 Kugeln. Ja? Das und das und das. Dann muss ich schon mal sagen, 3 gibt's. Und auch begründen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nur viele Menschen können nicht mehr Ziele vereinbaren. Mhm. Spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ist, also von meinen Erfahrungen in der Arbeitswelt, wenn ich mir Leute anschaue, dann ist es ganz oft so, dass Menschen in einem Gebiet wahnsinnig gut sind, mhm, und als Belohnung dann praktisch aufsteigen und in eine Führungsposition kommen. Was jetzt passiert ist aber, sie sind dann in der Führungsposition, weil sie belohnt wurden für die gute Arbeit. Sie haben aber nichts mehr mit ihrer eigentlich ursprünglichen Arbeit zu tun, in der sie wahnsinnig gut waren. Wird das zu einem Problem ab einer gewissen Ebene? Holger, du sprichst genau das Thema an, wo wir gerade wirklich ganz massive Führungsthemen haben. Es werden bei uns Menschen, also eine Führungsperson muss nicht primär fachliche Qualifikationen haben, die muss primär menschliche Qualifikationen jetzt haben, ja, um diesen Job wirklich auszufüllen. Das heißt, die Menschen sollten fachlich schon ein bisschen Ahnung haben, aber die menschlichen Qualifikationen sind wesentlich wichtiger. Das bedeutet, jetzt werden Menschen befördert, wie du richtig sagst, als Belohnung. Du bist ja so gut in deinem Job. Nehmen wir jetzt irgendein EDV, gerade im EDV-Bereich zum Beispiel ist das so. Oder IT-Bereich, sagen wir so, im IT-Bereich, die dann genommen werden, dann in Positionen gesetzt. Indem du sie in diese Führungsposition setzt, nimmst du ihnen die Sicherheit von dem, was sie können, weg, also von der fachlichen Kompetenz, haust ihnen die menschliche Kompetenz obendrauf und wunderst dich dann, dass die schwimmen. Mhm. So funktioniert es ja nicht. Ja? Also wir müssen einen Fokus wieder richten auf die menschlichen Kompetenzen. Entweder man muss diese Führungsperson einmal wirklich fragen, ob sie das wirklich wollen, wenn sie wissen, was Führung heute bedeutet. Immer weniger Menschen wollen führen aufgrund der Anforderungen, die heutzutage da sind. Und wir müssen sie einmal fragen und wenn sie sagen ja, dann müssen wir ihnen Unterstützung geben, wie sie ihre menschlichen Kompetenzen wirklich schulen. Wie geht man das denn an tatsächlich? Weil ich glaube, Menschen steigen gerne auf in Positionen, ja, das ist zutiefst menschlich. Mhm. Eines Tages wahrscheinlich ist der Gehaltszettel auch ein bisschen üppiger dann. Aber wie kann ich ihnen jetzt die Human Skills, die menschlichen Komponenten beibringen, die Empathie, die wahrscheinlich auch wichtig ist in der modernen Führerschaft? Also das ist jetzt wiederum, so wie ich arbeite, ja, da wird es unterschiedliche Ansätze geben, aber ich arbeite immer an ganz konkreten Fällen. Okay, das heißt, ein Beispiel, auf dem dröselst du das aus. Genau. Und das zeigt sich anhand eines Beispiels. Das hat ja die Struktur in einer Vielfalt drinnen. Ja. Das heißt, ich schaue mir immer zuerst an, ich habe da eine gewisse Fragetechnik, wo ich einfach am Anfang einmal beginne, diesen Menschen in seiner Position sehr kritisch zu hinterfragen. Das muss man natürlich auch wollen. Mhm. Ja. Ich bin schon sehr wertschätzend, auch sehr respektvoll, aber auch sehr klar und direkt. Ja. Wie geht's da dann mit jetzt sage ich mal, oft gerne einmal einer älteren Generation an weißen Herren, die... Gut. Ja, gut. Können die das nehmen? Ja. Also, weil ich halt auch von meinem Typus, ich bin jetzt nicht der klassische Unternehmensberater oder so, wie ich da sitze, ja, ich sitze bei denen nicht anders als bei dir. Ja? Sweatshirt und Happy, jawohl. Also, ganz im Gegenteil, die schätzen das, weil die wissen ja, dass was nicht stimmt. Mhm. Und dass die schätzen dann dieses offene Hinterfragen und auch mein, ich glaube, was ich wirklich habe ein ehrliches Interesse an Menschen. Mhm. Das spürst. Und
Und die schätzen das und die merken halt auch dann, dass die Dinge halt funktionieren, was ich da sage. Und dann entsteht ein Vertrauen und aufgrund dessen arbeitet man weiter. Ich begleite die Leute ja nicht, das ist jetzt nicht nur 3 Wochen, ja, die begleite ich ja ständig. Also sind natürlich dann die Intervalle größer und sind am Anfang ein bisschen enger, engmaschiger, dann werden sie größer. Aber die, um dann immer im Prinzip so zu reflektieren, ich helfe ihnen aus meiner Metaebene heraus zu reflektieren, selbst dann auch beginnen, kritisch zu hinterfragen. Und aus diesen Themen, die sie haben, entstehen die Lösungen, die sie einerseits für das Thema verwenden können, das wir da besprochen haben, aber andererseits sind das ja wirklich oft strukturelle Dinge, die sie in allen anderen Bereichen weiterhaben. Und wie viel ist denn das auch eine gesellschaftliche Frage? Weil ich habe jetzt gerade erinnert, wir haben einen Podcast aufgenommen mit der Maike von dem Boom. Die hat mir erzählt, die ist eben halb Skandinavierin und die hat mir gesagt, und das ist ja immer so, dass die Menschen in Skandinavien meistens glücklicher sind als in anderen Gebieten von Europa. Und sie sagte, die skandinavischen Gesellschaften sind geprägt ganz stark durch ein großes Maß an Vertrauen. Mhm. Und zwar auch in der Arbeit, ja, auch in der Arbeitskollegen und so weiter. Es ist einfach Teil der Gesellschaft dort. Bei uns gefühlt ist es total oft so, dass du zu Einzelkämpfen erzogen wirst. Und da geht sich mit Vertrauen schwer was aus. Gefühlt. Müssen wir an dem haben. Du hast Vertrauen vorher auch erwähnt. Ich dachte, wird ein großer Faktor dann möglicherweise sein. Wie kann ich denn das lernen? Ich meine, Vertrauen ist in jeder Beziehung die Basis. Und das ist in einer privaten romantischen Beziehung, in einer privaten freundschaftlichen Beziehung, wenn kein Vertrauen da ist, gibt es keine Beziehung. Und das, glaube ich, ist auch der große Unterschied. Ich kann mich auf jemanden beziehen, aber das heißt nicht, ich muss nicht in Beziehung mit ihm sein. Das ist one way und das andere ist miteinander. Wie ich es lernen kann, ist, indem ich eine gewisse Offenheit grundsätzlich lebe, indem ich Menschen beginne, so zu sehen, wie sie sind und sie auch zu respektieren und zu akzeptieren, wie sie sind. Mir auch bewusst mache, dass ich bei Vertrauen, ja, dass ich da auch verletzt werde. Also da, vielleicht um das jetzt nicht zu sehr ins Detail zu bringen, aber der Schlüssel für Vertrauen ist Offenheit. Okay. Der Schlüssel, wenn ich mich nicht öffne, gibt es kein Vertrauen. Ja, und wir leben in einer Gesellschaft, die leider immer mehr zumacht. Und deswegen wird meines Erachtens auch einer der Gründe ist, dass deshalb auch dieses Vertrauen zurückgeht. Wir leben auch hier in einer viel stärkeren Leistungsgesellschaft als jetzt auch in skandinavischen Ländern. Total, das hat sie eben auch gesagt, weil ich sagte dann, ja, also zum Beispiel Red Bull-Philosophie ist ganz, ganz viel Stärken. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, aber das deutsche Stärken ist wieder, bin da und Stärken. Das sieht man in Skandinavien ganz anders. Da kann man schon weich sein und es funktioniert trotzdem anders miteinander. Man geht anders miteinander um und sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass damals der VW-Skandal, also der wäre in Skandinavien nicht möglich gewesen. Weil die Mitarbeiter das nicht unterstützt hätten untereinander, dass du praktisch nach außen hin lügst. Das würde nicht gehen. Interessant. Ja, es war total spannend, ja. Ich glaube, da braucht es halt auch, das stimmt, gerade wir, die Stärken sein oder so. Ich meine, ich finde Stärken grundsätzlich gut, weil es hat ja einen Faktum, ist, unser Schulsystem ist ja darauf fokussiert, auf unsere Schwächen. Wir müssen die ganze Zeit unsere Schwächen ausbügeln. Na, Faktum ist, wenn du eine Schwäche hast, dann wirst du wahrscheinlich maximal Mittelmaß werden, wenn du die ausbaust und vergeudest aber Zeit, die du mit deiner Stärke verbringen kannst. Also von dem Ansatz finde ich es gut, aber es stimmt natürlich, nur auf Stärken zu gehen, ist nicht richtig. Weil es bedarf, gerade wie eine Führungsperson, es ist total wichtig, auch Schwäche zu zeigen. Mhm. Wenn ich mit meinem Team arbeite, sage ich, Leute, das weiß ich gerade nicht. Ja. Oder ich habe, geht's mir nicht gut? Oder so. Ich habe hab so viel Schwächen, unfassbar. Das stimmt, aber ich stehe auch dazu. Und das ist aber auch wieder, überleg da nur Beziehung. Du triffst jetzt irgendwen und da geht es nur, bin voll super und so. Da gibt es kein Bonding. Nur zwischen zwei, die, gut, dann sind es Narzissten, aber da gibt es kein Bonding. Wenn du wirklich in Beziehung treten willst, dann braucht es die Offenheit, es braucht das Zeigen von Schwächen, es braucht, und durch sowas entsteht Vertrauen, das sind ganz andere Schwingungen da. Das ist was Weicheres, was Feinschichtiges, ja. Ist es auch eine Frage von, oder wäre es vielleicht auch eine Zeit zu sagen, wir müssen Erfolg neu definieren? Aber definitiv. Sowas von, da rennst offene Türen. Nein, das kann ich. Das ist ein Thema, was ich oft habe und das mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Also das Wort Erfolg
so wie wir es definieren, würde es das Wort Erfolg nicht geben, sondern dann würde es heißen beklatschen. Ja? Okay. Ja. Wir definieren Erfolg derzeit so, dass jemand anders sagt, dass wir gut sind. Ja? Wer auch immer das sein mag, will ich jetzt gar nicht werten. Erfolg heißt nichts anderes, als dass etwas erfolgt ist. Das Wort per se sagt es uns. Es geht darum, ich habe etwas geleistet, es ist etwas erfolgt. Und so definiert man eigentlich Erfolg. Es ist etwas erfolgt und der einzig zulässige Vergleich ist der, den ich selbst mit mir von gestern auf heute habe. Ich habe da so gewisse Rituale, wo ich mir das auch wirklich immer wieder abrufe. Aber so wie wir derzeit Erfolg... Gib mal ein Beispiel für so ein Ritual, wo du das abrufen kannst. Ich habe zum Beispiel, ich habe so gewisse Grundsäulen in meinem Leben. Ja? Mhm. Eine Grundsäule ist für mich definitiv Liebe, es ist Kreativität, es ist mein Zuhause, es ist Gesundheit, Freiheit und Inspiration. Das sind meine 6 Säulen. Ja? Und jeden Tag am Abend frage ich ab, wie habe ich diese Säule heute versorgt? Spannend. Und rufe mir das ins Gedächtnis. Jeder Mensch wird andere Säulen haben. Ja. Das sind halt meine. Ich habe erkannt in meinem Reflexionsbereich, dass das für mich einfach Liebe ein total wichtiger Wert ist oder auch eine wichtige Fähigkeit. Und das ist nicht nur die romantische Liebe, das ist die freundschaftliche Liebe. Das ist aber genauso, wenn der Wertschätzung und Respekt von jemandem gebracht wird. Und das schreiben wir dann schon am Abend an. Ja? Also was war, oder Kreativität, ich bin ein sehr kreativer Mensch, wo habe ich heute dieses kreative Potenzial auch genützt und auch gelebt? Zu Hause, was habe ich, mir ist meine Wohnung, also nicht nur mein Körper als Wohnung sehr wichtig, aber auch meine reale Wohnung sehr wichtig. Was habe ich heute für dieses Zuhause getan? Was habe ich gemacht, das mich inspiriert hat? Also das sind, am Abend stelle ich, was habe ich für meine Gesundheit gemacht? Ich lebe sehr gesund. Also was habe ich da für diesen Körper getan, der ja sehr viel für mich tut? Und Freiheit, ja, Freiheit ist für mich ganz wichtig. Wo habe ich mir heute die Freiheit genommen? Wo habe ich heute, weiß ich nicht, Freiheit ist für mich auch, dass ich mir am Abend abrufe, ich habe jetzt mein Telefon für 20 Minuten angeschalten. Ich bin jetzt nicht erreichbar. Das ist aber, das rufe ich mir auch am Abend wieder ins Bewusstsein. Also für mich klingt das auch ein bisschen nach so Dankbarkeitstagebuch führen, aufgesplittert in verschiedene Genres. Mhm. Und du schaust, okay, kann ich einen Hackerl machen, hat gepasst heute, oder könnte noch ein bisschen was, da ist Luft nach oben, da kann ich noch was nachholen. Und wenn man das aber analysiert, wird es einem auch bewusster wahrscheinlich. Genau, das ist es. Weil wir tendieren dazu, dass wir grundsätzlich, wenn was nicht funktioniert, sitzen wir am Abend und so, aber wenn was funktioniert, nehmen wir es als selbstverständlich. Mhm. Indem ich es noch einmal mir bewusst mache, speichere ich es natürlich auch für mich noch einmal ab. Dankbarkeit, was du sagst zum Beispiel, habe ich ja in der Früh ein Dankbarkeitsritual. Mhm. Bevor ich wirklich, ich schlage die Augen in der Früh auf und dann habe ich 5 Dinge, für die ich dankbar bin. Jeden Tag in der Früh, mindestens 5. Okay. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich mache es halt in der Früh, weil wir so oft vom Leben eingeholt werden. Und meistens gleich mal mit Negativen. Viele Leute stehen mit dem auf, dass sagen wir, jetzt bin ich eh schon wieder zu spät und oh shit, und jetzt versäume ich die Schnellbahn oder was nicht was und so. Und indem ich einmal mir wirklich das Dankbarkeitsritual wirklich mal, also für mich diese 5 Dinge klar mache, positioniere ich mich ganz anders. Und das habe ich gemacht, ich wäre an Corona fast gestorben. Also da war ich, wie das damals war, bin ich in der Früh munter geworden und habe mir gedacht, danke, dass ich im Leben bin. Das kannst immer, du wirst immer einen Grund haben, dankbar zu sein. Egal wie schlimm dein Leben auch ist, es wird einen geben und es wird dich in deinem Mindset für den Tag ganz anders aufsetzen. Okay, aber das klingt für mich nach einem generell sehr bewussten Lebensstil, den du dann auch führst. Und dadurch kannst du auch, glaube ich, dann auch den Job machen, den du machst. Ich glaube, es war für mich wichtig, mein Job besteht ja darin, dass ich immer Verständnis für andere Menschen habe. Das heißt, ich für mich geht es darum, den Menschen den Raum zu geben, Raum, Zeit zu geben, Verständnis zu haben und dann auch Lösungen zu finden und Impulse zu geben. Und dann musst du dich einfach mit dir selber gut aufsetzen, dass du das auch den ganzen Tag machen kannst. Es gibt auch für mich Auszeiten, wo ich einfach so, ich fliege jetzt morgen wieder nach Mallorca für ein paar Tage, da gibt es nichts. Ja? Da gibt es auch weder Handy jetzt, da gibt es noch WhatsApp-Nachrichten. Das ist nur das, wo ich mich wieder neu aufsetze. Aber was machst du dann? Meditierst du dann oder wie verbringst du deine Zeit? Oder liest du? Oder was? Ich gehe laufen, ich lese, ich gehe gern gut essen. Ich lasse mich da einfach so treiben, sitze im Café und schaue blöd. Mhm. Ja? Ich habe auch Freunde dort, mittlerweile sehr gute Freunde dort. Wir verbringen Zeit miteinander. Also das ist so ganz, ganz, also das, gar keinen Plan. Klingt nach ein bisschen so Me-Time und Quality-Time, die du genau, da kannst. Genau, ja. Absolut, ja. Und dadurch hast du dann aber auch wieder die Batterien so voll, wenn du zurückkommst, dass du genau so ist es. Einen Podcast dich reinsetzen kannst mit mir zum Beispiel. Genau, der wahnsinnig anstrengend ist, ja.
Wir sind bei einem guten Thema. Du bist wahnsinnig anstrengend und wir kommen zum kleinen Bruder des Erfolgs. Im deutschsprachigen Raum genießt er keinen guten Ruf, in anderen Kulturen aber sehr wohl, und zwar das Scheitern. Wie stehst du zum Scheitern und warum ist es so wichtig? Ich glaube, wir haben im Vorgespräch darüber geredet und wir haben auch schon Witze gemacht, wir haben gesagt, du bist der Meister im Scheitern. Ne? Ja. Tatsächlich, und da kommt, glaube ich, auch deine Amerika-Erfahrung jetzt noch dazu, spielt das in anderen Kulturen eine ganz wesentliche Rolle. Lass uns mal ein bisschen einen Einblick schaffen. Ich glaube, einer der grundlegenden Themen, warum Innovationen nicht passieren, warum Entwicklung nicht passiert, ist die Angst vorm Scheitern. Das heißt, ich probiere es nicht mal. Und das heißt, ich glaube, wir dürfen den Erfolg nicht solitär sehen, sondern das ist Erfolg, und wenn du das geschafft hast, sondern Scheitern gehört zum Erfolg. Das heißt, wenn du nicht scheiterst, gehst du nicht an deine Grenzen, du probierst nicht mehr, du gehst nicht über den üblichen Rahmen heraus. Entwicklung passiert mit Scheitern. Nur bei uns ist Scheitern total verpönt und dann zeigen es alle auf dich und du darfst nicht und so. Das ist alles. Und deswegen probieren wir es nicht einmal. Aber ist das was Urösterreichisches oder deutschsprachiges? Mitteleuropäisch, würde ich sagen. Ja. Mitteleuropäisch. Also da habe ich jetzt keine Studien dazu gelesen. Ja, das ist jetzt nur so ein Gefühl, was ich da teile. Aber dieses Nicht-Scheitern dürfen ist ein totaler Schwachsinn. Wir müssen scheitern. Wenn wir nicht scheitern, zeigen wir, dass wir es nicht wirklich probiert haben. Und der Punkt ist nur beim Scheitern, wir sehen so in der Einstellung, da ist Scheitern und dann ist alles vorbei. Ja, so puff. Nein, Scheitern heißt auf Deutsch gesagt, es hat dich auf die Go-Kart. Was machst? Du schaust, warum es hat dich... Wir müssen für Deutschland übersetzen. Also es hat dich auf die Go-Kart, das Deutsche in Österreich. Ja, Button in Deutschland, es hat dich... Du bist auf den Mund gefallen. Auf den Mund, auf die Fresse. Auf die Fresse, ja. Also genau. Jetzt übertrieben und Dings, aber du bist gestürzt, sagen wir mal so. Du bist gestürzt, was machst du, wenn du stürzt? Du schaust hin, was ist da passiert, warum ist da passiert? Du stehst auf, lernst und gehst weiter. Das ist also ein wichtiger Zwischenschritt am Weg, am persönlichen Entwicklungsweg. Und wie du richtig gesagt hast, ich bin sicher Meister im Scheitern. Lustigerweise kriegen es die wenigsten mit. Ich meine, häng's auch nicht an die große Glocke, aber es geht ja auch nicht darum, dass wer anderer mitkriegt. Da sind wir wieder bei der externen Bewertung von Erfolg. Es geht darum, dass für mich es eine Lernerfahrung ist, wo ich im Leben weitergehen kann. Und das ist Scheitern. Ich weiß nicht, ob wir kurz Zeit haben für diese Geschichte aus New York, die ich da erlebt habe. Ja, bitte erzähl. Ja. Nein, das ist für mich, ich sage das gerne in Coachings, ich war in New York in einer Show, die hieß, also am Broadway, die hieß If Then, weil du Idina Menzel angesprochen hast. Und dieses Musical steuert auf eine Arie zu. Ja, und die Leute, wirklich, die Idina Menzel ist da so ein Superstar und die kommen alle rein, freuen sich auf diese Arie. Und die tritt dann raus, also die Stücke davor, die merkst, jetzt kommt diese große Arie, die tritt raus, steht alleine auf der Bühne, das Orchester spielt und das spielt und sie singt nicht. Und dann wird schon unruhig im Publikum, weil dann haben wir gemerkt, sie hat den Text vergessen. Geil. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist Worst Case. Du zahlst wirklich viel Kohle für diese Karte, jetzt kann die das eine, was sie eigentlich können sollte, nicht. Ja? Ganz lang gefressen sein, weil du gefreist dich schon. Und was hat die Idina Menzel gemacht? Sie hat am Boden geschaut, also dann hat das Orchester zum Spielen aufgehört. Du musst dir vorstellen, du stehst da vorne auf der Bühne, das Orchester hört auf, das Publikum ist unruhig, was machst? Sie hat dann ins Publikum geschaut und hat gesagt, shit. In dem Moment genau die Reaktion, die du, wir haben gebrüllt, ja, wir waren fertig. Und dann hat sie nach einiger Zeit, also wir haben geklatscht, das war völlig aufgelöst. Logisch, Idina Menzel macht auch Fehler. Und das war insofern so cool, weil dann hat sie die Leute wieder beruhigt, hat wirklich dem Orchester ein Zeichen gegeben und hat die Arie so in unserer Wahrnehmung gesungen wie nie zuvor, war wahrscheinlich eh wie immer. Und danach, wie sie fertig war, sind wir von den Sitzen gesprungen. Und das charakterisiert für mich Scheitern. Was machst? Es ist passiert, gib's zu. Ja, wenn ich mit Leuten Präsentationstrainings oder so mache, sage ich immer, wenn es nicht weiter wisst, dann sagt es. Ihr werdet in dem Moment die Herzen haben. Ja, es ist so. Die Leute merken es eh, sprich es an. Dann hat das Gehirn das aber auch verarbeitet sozusagen. Es ist jetzt, okay, ich bin gescheitert. Dann fokussierst dich wieder und dann machst weiter. Das heißt, du machst eigentlich deine Schwäche zur Stärke. Absolut. Okay. Absolut, ja. Cool. Nick, ich wurde ja von einer lieben Kollegin von mir auf dich aufmerksam gemacht. Liebe Grüße an die Kathi an dieser Stelle. Sie hat zu mir gesagt, da gibt es einen Typen, der macht so tolle TikTok-Videos zu wichtigen Themen und er hat auch noch eine tolle Stimme. Magst du nicht mal in den Podcast einladen? Das war dann danke, Kathi. Du musst dich wirklich bei der Kathi bedanken. Ja, und die Kathi gibt mir ganz oft ganz gute Tipps. Und ich habe mir gedacht, okay, danke. Ich schaue mir das mal an.
Ich habe mir daraufhin TikTok-Reels von dir angeschaut. Das Thema war toxische Beziehungen und wie man sie erkennt. Und das hat, glaube ich, 1,6 Millionen Klicks gehabt. Mhm. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, den Nick in den Podcast einzuladen. Und wir wollen heute auch über das Thema sprechen, über toxische Beziehungen, weil du da ganz wichtige Dinge auch gesagt hast. Wir haben vor dieser Aufnahme miteinander telefoniert, um uns kennenzulernen. Und du hast mir damals erzählt, dass du Kommunikationsexperte und Unternehmensberater bist und diese TikTok-YouTube-Reels eigentlich nur machst, damit du der Welt ein bisschen was zurückgibst. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig entzückend eigentlich. Ich dachte, überhaupt nicht selbstverständlich, aber da ist jemand, der eigentlich Dinge aufzeigt und sie aber auch mit einem positiven Aspekt beleuchten kann, auch wenn es schwierige Dinge sind. Da haben wir im Vorfeld jetzt auch kurz drüber geredet. Und ich habe jetzt gelesen, du unterstützt auch noch NGOs. Du bist ja fast so gut für diese Welt. Nein, bin nicht. Ich bin manchmal wirklich schlecht drauf. Gab es übrigens, glaube ich, vorgestern ein Video dazu von mir, dass es okay ist, schlecht drauf zu sein. Ja. Nein, ich bin nicht. Ich glaube, ich habe nur eines erkannt, dass ich lebe ein extrem authentisches Leben. Und das ist ein Teil. Und da gehört Kreativität dazu. Aber haben dich deine Eltern so gemacht? Ich meine, du bist jemand, du hast wahnsinnig viel Energie, also ich sitze dir ja gegenüber, ich habe den Vorteil, und du strahlst wahnsinnig viel Energie, aber gleichzeitig Gelassenheit und Ruhe aus. Also du bist so, ich würde das mal sagen, in Balance. Danke. Ja, und das ist mir so selten in dieser Zeit gefühlt. Dann fällt es einfach nur mal extra auf, wenn es jemand ist und du hast so die Vibes, die da mit dir kommen. Danke, ja. Na, die habe ich nicht von zu Hause mitgekriegt. Mhm. Also ich komme auch eher aus schwierigen Verhältnissen grundsätzlich, ja. Aber ich habe mich entschieden, dass ich mein Leben lebe, unabhängig davon, was davor war oder was auch schwierig war. Und dem bin ich sehr treu. Und ich glaube, deswegen bin ich da jetzt so, wie sagt man, so angekommen bei mir. Gab es für dich einen auslösenden Moment, was der in Filmen sagt, man, ja, und dann kommt der Changing Point. Moment, genau. Ja, genau. Oder war das so in kleinen Schritten und irgendwann? Ich glaube, es kam in kleinen Schritten und ein ganz markanter Schritt war sicherlich für mich. Also es gab im Laufe meines Lebens eben auch zahlreiche Krisen und auch schwere. Aber sicher der markanteste Schritt für mich war sicherlich, warum ich jetzt auch so da sitze, wie ich da sitze, der Tod meines Vaters. Ja, der sehr plötzlich war und der mich, glaube ich, noch einmal ganz massiv geprägt hat, sodass ich noch einmal mehr zu mir gefunden habe. Ja. Also das war schon ein ganz massiver Veränderungsprozess, ein finaler Schritt. Ja. War es ja eng? Mein Vater und ich haben uns, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, kognitiv haben wir uns nie verstanden. Er hat mein Leben nicht verstanden, ich habe sein Leben nicht verstanden. Wir waren uns vom Herzen sehr nah. Und ich merke schon, je älter ich werde, dass ich zahlreiche Dinge von ihm habe. Ja, dieses ins Wald gehen oder auch die Herzenswärme oder so. Das. Aber verstanden haben wir uns so vom... Eigentlich nicht. Was der andere macht. Das, ja. Okay. Das war eher. Aber es ist halt, wenn Eltern sterben, dann da passiert was mit dir. Ja, das, man hat gesagt, da geht das Dach zum Himmel auf, sozusagen, wie die nächste Generation bist du. Das macht schon was mit dir. Und das, glaube ich, hat auch mich noch einmal dazu bewegt, dass ich mir gedacht habe, ich mache wirklich meins. Ja, und mit allem, was dazugehört. Und das ist zwar kein einfacher Weg, aber im Endeffekt ist es ein Weg, der dich, ja, sodass halt, ja, danke für diese Bemerkung, aber dass ich so da sitze, wie ich jetzt da sitze. Wie gehst du mit den Momenten um, wo dann die Kurve nach unten geht und ich meine, du hast schon Erfahrung damit und kannst vielleicht besser damit umgehen, aber an dem nicht zu zweifeln, was man macht, sondern ganz viele Leute haben in ihrem Leben das Problem, das Sinnstiftende, von dem wir auch vorher geredet haben, zu finden oder ihren Weg zu finden, wo man sagt, okay, das bin jetzt ich und ich habe am Weg heute daher einen ganz netten Podcast gehört und da ging es ein bisschen darum, welcher Ort bringt uns zu unserem besten Selbst. Mhm. Und ich fand das faszinierend, weil davon ausgegangen wurde, dass Orte dich besser oder schlechter machen können, je nachdem, wo du lebst. Und ich hatte mal einen lieben Chef und Freund, der auf astrologische Art und Weise rausfinden konnte, welcher Ort zu dir passt. Und ich fand es immer faszinierend. Ah, also cool. Du hast aufgrund von Sternbildern sagen können, eigentlich müsstest du dort und dort leben. Ja. Mhm. Die Orte, von denen wir reden müssen, das kann nicht Orte sein, es können auch Menschen sein und die Umgebung, die du hast. Aber im Grunde diese Sicherheit zu wissen, es gibt eine bessere Version von mir oder die beste Variante von mir und der Weg dorthin ist eigentlich die Reise im Leben. Mhm. Und was gibt dir die Sicherheit, dass du auf dem Weg dann bist? Weil, bin mir ziemlich sicher, du bist auf dem Weg, einfach durch die Ausstrahlung schon, aber
Wie gehst du denn mit schwierigen Zeiten um, wo du das dann hinterfragst? Weil du hinterfragst es sicher auch oft. Also ich habe auch externe Hilfe gehabt, sage ich ganz ehrlich, ja. Und ich habe ein sehr gutes soziales Umfeld für mich. Also ich habe einfach wirklich gute Freunde und auch Menschen, mit denen ich gemeinsam reflektiere. Also ich glaube, dass das Umfeld einmal ein sehr wichtiges ist, dass du sie selbst aufbaust. Der Punkt ist vielleicht, dass du lernst, auf dein Gefühl zu hören und nicht auf den Verstand. Das ist einer der wichtigsten Punkte auf diesem Weg. Ich teile das, was du sagst, mit dem Ort. Das glaube ich. Für mich war über, wie lange war ich dort? 4 Jahre oder so. New York war meine zweite Heimat neben Wien. War damals das der richtige Ort? Dieses Hochenergetisierende und das noch machen und das noch machen. Das würde jetzt gerade überhaupt nicht passen. Da passt Palma viel besser für mich. Du wolltest jetzt eigentlich was anderes wissen. Nee. Habe ich den Faden verloren. Nee, was ich eigentlich wissen will, ist, woher die Sicherheit kommt, dass du am Ende der Straße den Regenbogen dann auch findest, der Antrieb und die Sicherheit, deinen Weg zu gehen. Den habe ich nicht. Mhm. Ich habe aber die Sicherheit, dass ich weiß, egal was auf mich zukommt, ich werde es lösen. Okay. Das ist das. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo es wirklich hingeht. Ich habe nicht gewusst, dass ich in Palma sitzen werde jetzt. Ja, dass das wirklich ein wunderschöner und so kraftvoller Ort für mich wurde. Und ich glaube, ich habe 2 Eigenschaften. Ich bin sehr offen und schaue mir Dinge an. Und ich denke mal, und das weiß ich halt aus meiner Vita, weil mir einfach viel passiert ist, dass egal was kommt, ich werde es lösen. Und aus diesem Prozess ergibt sich dann immer das Nächste. Kann da jetzt auch nicht sagen, wo ich in 2 Jahren sitze oder in einem halben Jahr oder keine Ahnung. Aber diese Sicherheit kriegst du durch diesen Prozess der Offenheit, auch des Scheiterns und immer wieder des Aktionssetzens, um weiterzugehen. Das ist es. Also ich habe einfach nie ein Endziel. Sollte man auch nicht haben. Du bist auf der Reise. Das haben wir alle. Ja. Stimmt. Und du nimmst es aber auch als Inspirationsquelle, des Reisen. Auf jeden Fall, ja. Vor allem Menschen. Mhm. Menschen, Dings, ich finde das, deswegen war mir auch immer Sprachen so wichtig, dass ich Sprachen lerne, dass ich mich so mit vielen Menschen als möglich unterhalten kann. Kommen wir jetzt nochmal auf dein 1,6 Millionen Klick-Video auf TikTok zurück. Da geht es um toxische Freundschaften und toxische Beziehungen und wie man die erkennt. Gibt es da jetzt, oder erzähl uns einmal, was sind denn da so Symptome, weil toxische Beziehungen taucht ganz oft auf in unserer Gesellschaft mittlerweile und ganz oft ist man sich auch gar nicht bewusst, ob man da jetzt in einer toxischen Beziehung ist oder nicht. Das kann jetzt im Arbeitsumfeld sein, das kann im privaten Bereich sein. Gibt es da so Hinweise, Merkmale, die man sofort wahrnehmen kann? Es gibt ja mal keine allgemeine Definition für toxisch. Also das muss man, also es ist giftig, aber nicht, dass es so ein Kriterien gibt, das ist jetzt toxisch. Das gibt es nicht. Es gibt so Hinweise und das ist auch individuell. Es ist das, was für dich sozusagen deiner seelischen Gesundheit schädlich ist, ja, giftig ist. Und das ist, manche Menschen sind sensibler, die anderen nicht. Also das ist, glaube ich, fließend. Aber bei einer toxischen Beziehung geht es primär darum, dass ein Mensch sozusagen jemand anderen manipuliert, ausnützt, schädigt, um seine Interessen um seinen Nutzen daraus zu haben. Und das heißt, es ist ein Ungleichgewicht in einer Beziehung. Also eine Beziehung hat immer Geben und Nehmen. Nehmen, ein ausgewogenes Geben und Nehmen. Jetzt wird es nie in einer Beziehung 50-50 sein. Jeder, der das sagt, der lügt. Ja, das gibt es nicht. Aber das variiert. Aber es gibt trotzdem einen Flow da. Das gibt es bei toxischen Beziehungen nicht. Ja, also wenn, das kennen wir auch, Männer mit Frauen, also das oder kann auch umgekehrt sein. Ja. Früher war es halt mehr in diesem Bezug. Und das sind halt Themen, wo du konsequent manipuliert wirst, entwertet wirst, wo dir konsequent im Prinzip etwas Kraft geraubt wird. Also bei den Freundschaften sage ich es eh im Video, für mich ein ganz markantes Merkmal ist von toxischen Beziehungen ist, wenn ich immer wieder mit diesen Menschen bin und dann rauskomme und mir denke, boah, es ist echt anstrengend gewesen. Das hat mir jetzt Energie geraubt. Wenn wir mit Menschen im Austausch sind, soll uns das Energie bringen. Wird es nicht immer sein, weil es ist auch wichtig, dass wir Menschen für Menschen da sind, die es jetzt mal nicht so gut geht. Aber wenn das immer wieder der Fall ist und die Menschen, die erzählen dann nur über sich selbst, ja, und immer wieder nur über sich selbst, und wenn sie eine Zwischenfrage stellen, dann ist die halt ganz lieb gemeint, nur als Auflage fürs Nächste. Und geben Schuldzuweisungen, Abwertungen, das ist eigentlich grauslich. Ja. Das heißt, in gewisser Weise Energievampire, wenn man sie so nennen Absolut, will. Absolut, ja.
Und okay, und wie befreie ich mich jetzt aus diesen Abhängigkeiten? Weil wenn das Gleichgewicht nicht da ist, ich meine, es muss mir erst einmal auffallen. Ja. Weil oft will ich mir auch einreden, na, das ist jetzt vielleicht anders und ich sehe das nur falsch. Aber wie komme ich denn dann raus, let it go, Idina Menzel? Das ist sehr schwierig. Also den meisten wird es eigentlich erst durch ein nahes Umfeld bewusst, die sie darauf aufmerksam machen, Moment, da stimmt was nicht. Weil du gehst ja nicht in eine toxische Beziehung und die ist von Anfang an so toxisch. Das ist ja so schleichend. Es gibt auch Lungenentzündungen, also jetzt im Medizinischen, das sind so schleichende Lungenentzündungen. Da kannst du halt am Anfang kannst noch die ersten drei Stockwerke gut gehen und zum Schluss wird es immer weniger. Und das Thema ist, du merkst das selber nicht, weil es halt so schleichend ist. Ja? Und das ist bei toxischen Beziehungen genauso. Also du wirst halt, das wird am Anfang, meistens beginnt das mit einem, das nennt man ein Love-Bombing. Mhm. Das heißt, du wirst in einem Überschwang von der anderen Person in ihren Sog sozusagen geholt. Das machen Narzissten genauso. Also, dass du diese wirklich in den Himmel gehoben, größte, beste, schönste, whatever, mit Geschenken überhäuft, das kann alles sein, aber Lovebombing, in welcher Form auch immer, damit zieht dich diese Person in ihren Kreis rein. Und meistens halt auch Menschen, die mit dem Selbstwert ein bisschen ein Thema haben, weil dadurch wird der Selbstwert extern gehoben. Aber das dient nur dazu, zur Auflage, dass du im Umfeld bist und dann geht kontinuierlich die Abwertung. Und die ist dann schon eine relativ brutale, dann wird auch in einem weiteren Verlauf einmal geschaut, dass du halt von deinem sozialen Umfeld ein bisschen abgegrenzt wirst und dann hörst du halt so, na, jetzt sei nicht so verrückt, oder wenn du dann doch merkst, da stimmt was nicht und du hörst halt dann auch immer die Dinge, dass du bist verrückt, sei nicht so sensibel, Dings, du glaubst das ja dann selber, weil du fast, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber fast wie im Stockholm-Syndrom, ja, wo die zu einem Geiselnehmer wirklich ein Nahverhältnis aufgebaut haben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Prinzip ist dasselbe. Mhm. Okay, wir sind jetzt auch beim dritten Thema, das wir heute angehen wollen, nämlich du hast es schon ganz kurz erwähnt, Narzissmus. Das ist ja, gewisse Parallelen gibt es, glaube ich, bei toxischen Beziehungen und Narzissmus. Und Narzissmus ist so ein bisschen, ich würde sagen, ein Kind unserer Zeit tatsächlich. Unsere Like-Gesellschaft, in der wir leben, wo wir alles über Social Media liken oder nicht, das noch ein bisschen fördert den Narzissmus. Absolut. Es war ein bisschen so, okay, auch mit dem du bist das Wichtigste im Leben, das gab ja sehr lange in den letzten Jahren auch so den Maßstab und Individualität und schau, dass es dir gut geht und den anderen. Haben wir uns da was herangezüchtet, was jetzt ein bisschen größer ist als Monster, als wir es uns erwartet haben? Also wir leben, ich glaube, bei Narzissmus ist wichtig, dass man Folgendes versteht, vielleicht auch der Unterschied zum Toxischen ist, ein toxischer Mensch nützt dich sozusagen aus, um seinen Nutzen zu haben. Ein narzisstischer Mensch nützt dich dazu aus, um seinen Größenwahn zu bestätigen. Das sind einmal so, das wäre eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Jetzt ist auch Narzissmus, Studien sagen, ist zu 50% erblich. Ja, das sind Dinge, und ein Kind entwickelt bereits nach dem 9. Monat, also nach dieser Fremdelphase, was so Babys haben, entwickelt es ganz klare narzisstische Züge. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier miteinander sind, es gibt ein Ich, es gibt ein Du, es gibt ein Wir. Und Narzissten können das nicht. Das heißt, es gibt ein Ich. Und das Du gibt es nur, wenn du mir nützt, um meine Großartigkeit zu unterstützen. Das sind einmal so ganz grundlegende Dinge. Das heißt, es ist ein Krankheitsbild. Jetzt musst du aber, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir können nicht jeden jetzt als Narzissten bezeichnen. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Modeerscheinung, genauso wie toxisch. Jeder ist toxisch und jeder ist Narzisst. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die auch von einem Arzt wirklich attestiert werden muss. Aber wir haben narzisstische Verhaltensweisen und die sind auch gut. Es ist auch gut, dass wir uns selbst sehen und auch selbst bewundern und so. Also das ist so fließend. Mir hat das mal jemand beschrieben und das finde ich sehr gut beschrieben ist, wenn man sich das eine Ebene so vorstellt und auf der linken Seite ist der Altruismus, also die Selbstaufgabe nahezu, und auf der rechten Seite ist der Narzissmus, dann schwankt der Mensch, Vater so hin und her, je nach Thema, je nach Mensch, wie auch immer. Nur die Narzissten sind halt nur dort. Mhm. Und das heißt, die meisten Menschen haben sicher narzisstische Züge, die zu einem Teil auch gesund sind. Mhm. Und ja, die werden jetzt auch von der Gesellschaft gefördert durch dieses Liken, wie du sagst. Ja. Aber es hat nichts mit einer Persönlichkeitsstörung zu tun. Das ist einmal wichtig zu sagen. Okay, und die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, genau so ist es. Also es ist ja im Prinzip, der Narzisst ist ja oftmals, hat einen ganz geringen Selbstwert und
dieser Selbstwert oder hat aufgrund einer dramatischen, kann eine dramatische Erfahrung gewesen sein, hat er sein Selbst sozusagen weggesperrt und sieht nur mehr das Bild, das er von sich kreiert hat und braucht für dieses Bild, das er kreiert, wirklich eine Bestätigung immer. Und da züchtet er sich die Menschen an, die ihm diese oder ihr diese Bestätigung geben. Und deswegen ist auch die Kritik, wenn du einen Narzissten kritisierst, ja für den nicht wie für uns, wenn du mich jetzt kritisierst, hast du mich ja vorher die ganze Zeit kritisiert, also off record. dann ist das so, ich nehme es gleich ab und gebe dir Feedback. Mhm. Ein Narzisst empfindet Kritik als das Zerbrechen seines Spiegelbilds und wird damit absoluter Vernichtung reagieren. Das ist auch oft, wo man sagt, warum reagieren die jetzt so über? Das meint er, wenn du das gesagt. Mhm. Das muss man verstehen, dass der Narzisst, wenn du ihn kritisierst, kritisierst du nicht sein Selbst, so wie wir diesen inneren Abgleich machen, sondern ein Spiegelbild, das er von sich konstruiert hat, das natürlich kein Fundament hat und dadurch fühlt er sich bedroht und reagiert mit einer zerstörerischen Abwehrreaktion. Gibt es jetzt Ansätze, wo man Narzissmus ein bisschen eindämmen kann oder besser machen kann? Hast du da Erfahrungen gemacht oder ist das etwas, ein Krankheitsbild unter Anführungszeichen, das man nicht behandeln kann? Naja, das Problem ist, ein Narzisst verfügt oder eine Narzisstin verfügt nicht über Empathie. Mhm. Empathie ist eine der Voraussetzungen auch für Reflexion, auch für das Miteinander. Das heißt, die wenigsten Narzissten gehen in Therapie. Ja, es schließt sich aus. Die Angehörigen gehen in Therapie. Das ist ein bisschen, also... Das ist ein bisschen eine verfahrene Situation. Also ich wüsste jetzt nicht von jemandem, der vom Narzissmus geheilt wurde oder der überhaupt dorthin gegangen ist mit dem Wunsch, das zu heilen. Aber bin ich jetzt auch nicht Spezialist. Die Betroffenen oftmals, wenn es wirklich pathologischer Narzissmus ist, da bleibt nichts anderes als der Bruch. Okay, das heißt, wenn man selber in so einer Falle unter Anführungszeichen drinnen ist, dann muss man echt... Muss man Schlussstrich ziehen und schauen, dass man... Also auf jeden Fall einmal in therapeutische Behandlung gehen. Das ist wenn man da wirklich massiv drinnen ist. Das ist wirklich, da hat man selbst auch wirklich seelischen Schaden und massive seelische Verletzungen erlitten. Da wird man wahrscheinlich selten wirklich allein rauskommen aus dem Ganzen und sich Hilfe nehmen und dann schauen, dass man das gut abschließt und weitergeht. Aber es sind, ja, sehr heftig. Ja, was macht man jetzt, wenn dieser Narzisst Präsident eines Landes ist? Und man dort einen Zweitwohnsitz hat? Wir erleben ja gerade einen glorreichen Narzissten da, also einen Ex-Präsidenten, der füllt alle Kriterien. Das Thema ist, die glauben das ja selber, was sie sagen. Das ist ja das Thema. Das heißt, diese Lügen, die sie selbst erzählen, die für uns so absurd sind, ja, nicht sich Bräunungscreme ins Gesicht zu schmieren, auch wenn du siehst, dass die drauf ist, ja, weil so orange ist keine Haut auf der Welt. Das glauben die wirklich. Das heißt, die leben in einer ganz anderen Realität und da gibt es auch keine Kommunikation. Also es gibt ja auch eben nur die Abwertung. Es gibt noch einen zweiten Typus von Narzissten, den ich ja noch spannender finde, als den glorreichen Narzissten, das ist der verdeckte Narzisst. Das heißt, den Präsidenten, Ex-Präsidenten, den du angesprochen hast, der klassische, glorreiche Präsident, der auf der Bühne steht und geliebt werden will und so. Es gibt den verdeckten Narzissten oder die Narzisstin, die eher im Hintergrund depressiv sind, ja, die eher zurückgezogen sind, aber sich immer als das extreme Opfer, also nicht als der Hero der Situation empfinden, sondern als das Opfer der Situation empfinden, aber das Resultat ist dasselbe. Ja. Also die empfinden sich als Opfer, die für alles andere geopfert haben, aber das ist auch ein Bild, das sie konstruiert haben. Und dann aus dem heraus sozusagen narzisstisch handeln. Ja. Gibt es da auch bekannte Beispiele dafür oder ist das etwas, was... Also dir ist es scheinbar schon aufgefallen, sonst hättest du es nicht erwähnt. Ich hatte es in meinem unmittelbaren Umfeld, deswegen. Okay. Das habe ich lange nicht verstanden und deswegen habe ich begonnen, mich mit diesem Bild zu beschäftigen. Mhm. Wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde. Ich muss mich jetzt ranhalten bei dir. Wir gehen zu den drei klassischen Fragen. Leute, sorry, dass das jetzt so schnell vorbeigegangen ist. Vielleicht laden wir den Nick ja noch mal ein. Es war mega spannend. Danke erstmal dafür. Sehr gerne. Wir kommen zu den drei klassischen Fragen bei uns im Podcast. Die eine ist die nach dem guten Leben, was das für dich braucht. Was würdest du sagen? Gutes Leben braucht für mich, dass ich im Einklang mit mir bin. Mhm. Dass ich immer wieder mit mir in Abstimmung bin. Das braucht für mich ein gutes Leben. Das braucht weder eine coole Wohnung noch ein cooles Gewand oder tolles Essen. Ich muss mit mir gut sein, dann habe ich ein gutes Leben.
Hast du ein tägliches Ritual? Ja. Ja, das Dankbarkeitsritual und das Abendritual. Auf jeden Fall, ja. Wobei das Abendritual fand ich wirklich schön, das hat mich überrascht. Also das in der Art und Weise und das so aufgedröselt zu sehen, fand ich wirklich jetzt inspirierend auch, muss man sagen. Ja. Danke. Ja. Danke, ja. Dritte Frage ist, heute habe ich alle, vergiss keine, ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, gibt es da eines, das dich schon länger begleitet? Ja, also das mein Lieblingssprichwort ist sicher, kommt von Bob Dylan und heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist ich selbst zu sein, wer immer das sein mag. Ich liebe das, das drückt auch mein Leben aus. Ja. Ja, das absolut. Das wäre Spitzenschlusswort, aber ich kann dich noch nicht rauslassen. Wir haben noch die Fragen, die das Leben stellt. Kaffee, wow. Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Kickboxen. Ich mache aber beides. Ah, cool. Eastwood oder Westwood? Also Clint Eastwood oder Vivian Westwood? Ah, na, dann bin ich bei der Vivian Westwood, klar, logisch. Welchen Titel würde deine Biografie tragen? Anders. Das ist auch der Titel eines Podcasts, glaube ich. Ja, es wird auch der Titel meines Buches. Wir können hier in die Zukunft schauen, das ist was ganz Besonderes. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Ich glaube an meinem Stil. An meinem Stil, wie ich mich kleide. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Ja. Magst du mal beschreiben, weil wir hören dich jetzt, ne? Also, ja, das ist so ein bisschen so Street, Avantgarde, T-Shirt. Es ist ein ganz individueller Stil. Also ich mag ein bisschen so Avantgarde-Mode. Ich mag grundsätzlich kleinere Labels. Und aber auch immer mit Hoodie oder cooles Shirt oder aber nicht 0815. Ja. Was wärst du als Zahl? Ich glaube, ich weiß es. Sag. 11. Nein, das ist der Designer meiner Kappe. Das ist auch so ein Ding. Ich wäre 8. Weil unendlich. Das ist, und ich weiß nicht, ja, das ist die Unendlichkeit. Das ist meine Zahl. Kann ja nicht sagen, warum. Das war immer irgendwie so. Was wärst du als Duft? Ah, ein bisschen herb. Ein bisschen sehr herb. Nichts Süßliches, ja. Ja, was schön. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Boah, das ist eine coole Frage. Ja, wenn sich mein Mut verzehnfachen würde, würde ich, glaube ich, alles verkaufen und einfach nur mehr reisen. Da sind wir wieder beim Reisen als Inspirationsquelle. Mhm. Ich glaube, und zwar dorthin, wo ich noch nie war. Also wenn ich das, dann würde ich das alles aufgeben und einfach einmal so irgendwie into the wild, nur wie man das Buch erkennt, das ist mir gut ausgegangen. Wir finden dann einen leeren Bus in der Wildnis, genau, in Alaska. Der ist an einem Ort blieb, ich würde weiterfahren, aber ja. Sehr schön, aber sprechen wir mal kurz über Dinge auf deiner Bucketlist. Gibt es da welche? Hast du eine Bucketlist? Habe ich eigentlich nicht. Lustig. Gar nicht. Ich habe eine Sache, die mir wirklich wichtig ist und die ich heuer aber auch machen werde. Ich möchte nach Afrika. Also das ist für mich, ich war noch nie in Afrika und irgendwas zieht mich dorthin und das möchte ich jetzt wissen, was ist. Mhm. Warst du schon? Ja, Nordafrika, also Marokko. Ja, gut, da war ich auch schon, ja. Ja. Aber, ja. Ist übrigens bei Afrika. Echt? Das aber das heißt Asien. Das heißt tatsächlich eher in den Süden oder in die Mitte, oder? Tansania, Südafrika, das sind so Dinge, Zimbabwe, also ich weiß nicht, dieses, ja. Aber wie gesagt, ich bin heuer im August 3 Wochen dort, also dann werde ich mehr wissen, warum. Aber das ist definitiv meine Bucketlist, ja. Ja, aber da muss man berichten dann irgendwann. Sehr gerne, ja, freue mich sehr drauf. Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat? Die schönste Frage, die mir je jemand gestellt hat. Das ist jetzt klassisches Zeitgewinnen, wenn man die Frage wiederholt und nachdenkt. Blick geht nach oben, links. Links oben? Ja. Also ich rufe es aus der Vergangenheit ab, nicht nach rechts, weil dann würde ich es ja konstruieren. ich kann das sagen. Ja? Was würdest du in der Unendlichkeit machen? Das war die schönste Frage, die mir je gestellt wurde. Was würdest du in der Unendlichkeit machen? Deine Antwort war? Nichts machen, sondern sein. Um das geht es bei der Unendlichkeit. Du hast einen Wunsch an die Wunschfee frei. Du kannst jetzt tatsächlich alles wünschen. Die Wunschfee ist ziemlich laissez-faire und offen und hört auch zu. Was würdest du denn spontan wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr authentisch sind. Das sagt auch das Sprichwort von Bob Dylan. Mhm. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich selbst zu sein, wer immer das sein mag. Das mache ich, wenn ich nicht weiß, wie ich selbst bin, weil ich nie dort war. Ja, dann komm hin. Das ist halt dieser Entwicklungsweg. Ja. Da muss man mal gehen und sich immer hinterfragen. Mhm. Ja. Das ist,
Ich glaube, das ist ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil ich liebe authentische Menschen. Mhm. Das ist wurscht, was der oder die macht. Das ist mir völlig wurscht. Aber ich merke es, wenn sie authentisch sind, und das finde ich unfassbar bereichernd. Auch wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Das würde ich mir wünschen, glaube ich, dass mehr Leute das tun. Und das ist wirklich, das ist ein Entwicklungsprozess, wo du einfach lernst, nicht auf das zu hören, was andere sagen oder in den Schubladen zu denken, wo du aufgewachsen bist, sondern indem du einfach beginnst, das wahrzunehmen, was du fühlst. Ja, spürt sich das für mich gut an jetzt, was ich gerade mache? Mache ich das wirklich für mich? Oder mache ich das, weil ich gewisse... Ich meine, ich habe das Studium sicher gemacht, um Erwartungen zu erfüllen. Ich in einem Großkonzern, wie es mich jetzt ist... Jetzt war es, aber es war ein wichtiger Entwicklungsschritt. Aber ich bin rausgegangen. Ne? Nick, ich steige jetzt so aus, weil es ist einfach zu schön, um nicht hier so auszusteigen. Wir melden uns in den Off-Credits, glaube ich, nochmal kurz. Das verrate ich jetzt mal. Ich möchte an der Stelle, danke Nick fürs Dasein. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ich möchte an der Stelle auch nochmal einen kleinen Buchtipp von meiner Seite geben. Ehemaliger Gast bei uns im Studio, die Monika Schmieder da. Die hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Die Kraft deiner Bestimmung. Finde Vertrauen und Mut in einer chaotischen Welt, ist im Knauer Verlag erschienen. Und ganz liebe Grüße an die Monika an der Stelle. Lesetipp. Danke, Nick. Schönen Tag. Danke. Danke, Holger. Nick, wir sind im Offen. Niemand hört uns mehr zu. Und ich bin jetzt ganz egoistisch und hole mir von dir einen Podcast-Tipp oder Buchtipp. Kannst du mich da beliefern? Also ich finde vom Podcast, ich mag den Simon Sinek, heißt der, glaube ich. Das ist ein amerikanischer Coach, der unfassbar wertvolle Tipps hat, gerade für Führung und so. Und ich finde, der hat einen ganz tollen Zugang. Ich mag auch den Jay Shetty, das ist ein amerikanischer Blogger. Und Buchtipp habe ich das Buch Imagine von Lars Ament. Das ist für mich so, Imagine ist... Warum geht es aus? Imagine handelt von einem Coach. Es ist mir auch von einer Freundin geschenkt worden, der auf einem Selbstfindungstrip ist und zum Begräbnis seiner besten Freundin fährt. Und beim Begräbnis, als er zurückfährt, das sind schon sehr aufwühlt, bleibt der Zug im Schnee stecken und er beschließt nicht, im Zug zu warten, ganz komischerweise, sondern im Schnee rauszustapfen, stapft dann irgendwie stundenlang durch die Eis- und Schneewüste und kommt in ein Dorf, und in einem Dorf ist niemand, außer das Licht brennt in einem Plattenladen, also Schallplattenladen, Vinyl. Und er geht da rein, trifft einen Mann, und dieser Mann beginnt mit ihm übers Leben zu philosophieren und immer die richtige Platte aufzulegen. Und das ist ein Buch, was ich wirklich sehr, sehr schön geschrieben finde und was ich auch sehr inspirierend finde. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit der österreichischen Schauspielerin Claudia Kottal.